Das ehrenamtliche Engagement stand in Dülmen am Freitagnachmittag im Vordergrund. Auf dem Markt der Möglichkeiten hatten sich Gruppen und Einzelpersonen versammelt, die in Dülmen langjährig ehrenamtlich tätig sind und für eine Ehrung vorgeschlagen wurden. Stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup führte durch das Programm. Die Stadt verleiht seit 2011 den Dülmener Ehrenamtspreis. Der beginnt schon im September mit der Vorschlagsphase. Wir haben dann im November die Jury-Sitzung und dann stehen die Preisträger fest. Nämlich ein Einzelpreisträger, ein Gruppenpreisträger, ein Nachwuchspreisträger und in diesem Jahr sogar ein Sonderpreisträger. Als erster Preisträger wurde Karl-Heinz Espeter für seine vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Vereinen ausgezeichnet. Er erhielt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Die Bürgerinnen und Bürger Dülmens schätzen Herrn Espeter als stets freundlichen, hilfsbereiten und selbstlosen Menschen, dem das Wohl seiner Stadt am Herzen liegt. In seiner Dankesrede freute sich Karl-Heinz Espeter, dass er den begehrten Ehrenamtspreis bekommen hat. Ja, er bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Ich habe zwar sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit erledigt, mache auch heute noch einiges und bin allerdings auch der Meinung, dass viele andere auch viel ehrenamtlich tätig sind und auch den Preis verdient hätten. Den Gruppenpreis in Höhe von ebenfalls 500 Euro erhielten die Welcome Engel, die sie unterstützen, junge Familien in Dülmen. Die Verleihung des Gruppenpreises geht in diesem Jahr an die Gruppe Welcome Engel. Seit 10 Jahren ist Welcome ein Angebot für Dülmener Familien, die sich im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes Unterstützung wünschen. In dieser Zeit haben die sogenannte Welcome Engel über 600 Familien ganz praktisch im Alltag unterstützt. Ja, wir freuen uns natürlich besonders, weil wir auch in diesem Jahr unser 10-jähriges Jubiläum feiern dürfen. Und deshalb ist es natürlich jetzt ja ganz besonderes Special in diesem Jahr, dann auch den Ehrenamtspreis zu gewinnen. Und das ist einfach auch mal eine schöne Anerkennung für die Ehrenamtlichen. Den Nachwuchspreis von 500 Euro erhielt Jugendbetreuer Robin Dahlhaus vom THW-Ortsverband Dülmen. Danken Robin Dahlhaus für seinen außergewöhnlichen Einsatz, mit dem er sich auf vorbildliche Weise für das THW und zum Wohle von Kindern und Jugendlichen in Dülmen einsetzt. Ja, im Endeffekt ist es dazu gekommen, dass mich einer unserer Junghelfer am 3. Oktober in der Stadt vorgeschlagen hat für diesen Preis. Und dann habe ich immer Bescheid bekommen, dass es soweit ist, dass ich auserwählt wurde und habe dann die freudige Nachricht bekommen. Ja, im Endeffekt bin ich jetzt seit 4 Jahren ungefähr in der Jugendarbeit beim THW in Dülmen tätig und habe da irgendwann angefangen, selber als Jugendbetreuer, wie gesagt, ne, mitzuwirken. Mittlerweile jetzt seit Anfang des Jahres als Ortsjugendleitung. Und man investiert halt viel Zeit dahin, aber es macht auch Spaß. Ne? Ich meine, gerade die Arbeit mit Jugendlichen, mir persönlich macht sehr viel Spaß. Und von daher ist das für mich eigentlich auch keine Arbeit, das ist mehr eine Wohlfahrt. Den Preis für Nachhaltigkeit bekam das Trödelmarkt-Team vom Verein Andiri Helpers of Mary. Die Sparkasse Westmünsterland überreichte der Gruppe eine Summe von 1.500 Euro. Überraschend sendete Generaloberin Schwester Pushpi eine Videobotschaft an die Trödelgruppe der Anderi-Hilfe Dülmen. Freunde und Unterstützer der Anderi Kinder- und Leprahilfe Dülmen. Ich freue mich sehr, dass die Stadtverwaltung Dülmen euch mit dem Ehrenamtspreis für Nachhaltigkeit ausgezeichnet hat. Weil wir beim Flohmarkt-Team arbeiten seit mehreren Jahren und wir das gerne machen. Und wir Sachen verkaufen, die andere Leute nicht mehr haben möchten. Die präsentieren wir schön und treffen uns dann mehrmals die Woche. Und jeden ersten Samstag im Monat verkaufen wir dann von 9 bis 14 Uhr im Keller der alten Paul-Gerhardt-Schule. Ehrenamtskoordinatorin Hildegard Streil wird auch demnächst wieder Vorschläge für künftige Preisträger abfragen. Sie und Karl-Heinz Espeter sind sich sicher, dass es auch für die nächste Verleihung würdige Vorschläge ehrenamtlich tätiger Personen geben wird. Musik